Hallo und herzlich willkommen zurück bei Papers, Please. Wir sind bereits bei Tag 21. Beim letzten Mal sind wir in eine teurere Wohnung umgezogen, müssen jetzt ein bisschen mehr Miete zahlen. Ich hoffe, das bringt uns was. Wir werden es sehen. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall. Hier genau in C7 sind wir. Tag 21. Und ja, es leben noch alle Familienmitglieder zu meinem Erstaunen. Stotzka bereit, an tägerischer Verräter aufzunehmen. Oh! Eieiei, rätselhaftes Gift fordert Opfer, unbekannter Einwanderer schmuggelt tödliche Substanzen ins Land, genau, das ist auch noch passiert, da war der Orden schuld, da weiß ich natürlich jede Mitschuld von mir. Aber gut, so, was ist denn jetzt los? Ach, das Ding haben wir auch noch. Gibt es wieder mal neue Regeln? Ja, das war ja klar. Ein Sonderprogramm für politisches Asyl ist aufgelegt worden. Asylsuchende müssen einen gültigen Asylbescheid vorlegen. Einreise mit einem solchen Bescheid benötigen weder eine Einreisegenehmigung noch einen Ausweisanhang. Okay. Ja, dann wollen wir mal gucken. Steht das eigentlich drin, wie das aussieht? Müssen wir dann sehen, wenn das soweit ist. Du bist auf der Durchreise. Du bleibst 2 Tage. Scheint gültig zu sein. Stirnglatze. Ich glaube, das kommt hin. 103, 180 ist beides in Ordnung. Guck mal, das ist abgelaufen. Ups. Das hier ist abgelaufen, Junge. Ich würde sagen, da haben wir direkt einen Grund. Und tschüss, der nächste. So, fängt ja schon mal gut an, den ersten hätten wir erwischt. So, wer bist du? Asylbescheid. Ja, direkt mal hier antraben. Ja und Flammer, okay. Tatsächlich. Antegrin ist auch gültig, sogar 64 Kilo, 1,68. Kommt hin, Luxor, irgendwas sowas, ne? Geburtsdatum ist auch richtig, Antegrin. Jo. Alles klar. Gut, dann, ja, kannst du durch. Ich hoffe, hier ist es besser. Das hoffe ich natürlich auch für dich. Natürlich ist es hier besser. Seien wir doch mal ehrlich, Antegrin ist auch einfach ein Rotzland, ne? Da gibt es auch keine Zukunft. So, bist du hier dieser Kriminelle? Ne, okay. Hätte sein können. 14 Tage Transit. Moment, du kommst zu Besuch. Nein, du kommst nicht zu Besuch. Ja, natürlich, ich bin auf der Durchreise. Ja, Quatsch bist du. Ups. So, tschüss. Kannst direkt den Rotz wieder mitnehmen und abfahren. Der nächste. Wenn doch ein Grund kommt, da müsste ich doch den auch ablehnen können. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Mist? Das finde ich echt ein bisschen merkwürdig. Verpassen Sie mir einen roten Stempel. Echt jetzt. Mir eine bessere Arbeit in Impo angeboten. 10 Credits für die. Sie. Ja gut. Gut. Dann hier. Tschüss. Gut. Jetzt bin ich diesen dämlichen Posten los. Ja, das passt. Dann haben wir ein bisschen Gewinn gemacht. Das ist okay. Papiere bitte, ich komme nur so durch. 2 Wochen, okay, lockige, keine lange Haare, gucken wir mal. 58, 1,64, das ist ordentlich. Stimmt überein, scheint auch gültig zu sein überall. Ja. Florian Major, Republien, das stimmt. Melissa Metza, ja. Alles klar, dann viel Spaß in Stotzka. So, schön, da haben wir ein bisschen was da eingenommen. Das war ja ganz gut, dass wir endlich mal wieder einen Bestechungsversuch haben. Ich habe nur meinen Pass, aber bitte hören Sie mich an. Die Zeit ist knapp, ich muss heute ins Land. In 3 Tagen komme ich mit den richtigen Papieren zurück. Zum Beweis gebe ich Ihnen jetzt etwas sehr Wichtiges. Ein ganz besonderes Familienerbstück. Komplett digital. Können Sie erstmal behalten. Ich komme später, um Sie mir abzuholen. Und nehmen Sie das. Was ist das? Ist das...
Alles für einen grünen Stempel. Ja gut, ich meine, ne? Die Uhr ist wahrscheinlich nichts wert, die sieht auch übelst billig aus, aber wo? Naja. Gibt jetzt halt ein bisschen Bußgeld, jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir ordentlich arbeiten hier. 2 Wochen, okay, 25.12., das scheint gültig zu sein, stimmt, 58.169, stimmt, kurz locken, kann ich mir vorstellen bei ihr. Ja, scheint gut zu sein, Mergerus Obristan, stimmt glaube ich auch, Siegel ist richtig, sehr schön. Der nächste, geht ja ordentlich vorwärts heute, du siehst ein bisschen aus wie Jorgi. Perfekte Augen hast du. Aha. Ja, vielleicht sollst du einen Pass haben. 6 Monate. Was ist los? Haben wir ihn erwischt? Ich glaube, wir haben ihn erwischt. Ja, ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag in der Vorzeit. Sie sind ja so nicht krank, braucht Medikamente. Ihre Schwester wurde verhaftet und ihre Tochter braucht eine Bleibe. Ja, es läuft doch gut in unserer Familie, würde ich sagen. Was? Und ihre Tochter? Ja, dann wird es ja noch teurer, wenn wir die jetzt adoptieren. Können wir nicht die Schwiegermutter stattdessen rausschmeißen? Ja, muss das denn sein? Wir streichen mal die Heizung hier. Scharfschützenbonus, Bußgeld, ja, 4, 35, ja, puh. Naja, wir haben noch ein bisschen was, zwar, wir haben 5 Minus gemacht, ne, wenn wir jetzt das mal abrechnen, dass wir hier 40 für die Nichte noch bezahlen müssen. Da steht aber ihre, unsere Schwester wurde verhaftet und ihre Tochter, ach so, ich habe verstanden, unsere Tochter braucht, ach so, okay. Ja, dann nehmen wir die Nichte halt auch noch auf. Wir gucken einfach mal, wie lange wir durchhalten. Was macht man nicht alles, ne, für die Familie? So ist es halt. Aber wir machen weiter. Es geht direkt mit dem nächsten Tag los. Antikische Geheimverräter da und weg. Tollkühner. Oh. Tollkühner Motorradanschlag in Grestin. Ja, das haben wir im eigenen Auge miterlebt und konnten auch mal wieder unser schönes Scharfschützengewehr auspacken. Das freut mich natürlich immer besonders. So. Wir haben immer noch die Uhr. Vielleicht können wir die verticken. Diesen Grenzübergang ist mehr los als im Krieg. 5 Jahre habe ich in Kolechien gekämpft. Falls du meinst, in Astotzka ist es schlimm. In Kolechien ist es 10-mal schlimmer. Kann man den nicht übel nehmen, da dass die herkommen. Egal, du machst deine Sache gut weiter so. Danke für die aufmunternden Worte. So, gibt's was Neues? Es gibt nichts Neues. Gut, dann machen wir weiter. Der nächste. So. Transit durch Astotzka. Aha. Ja. Wellige Haare. Glaube ich zwar stimmt. 58,180. Relativ wenig Gewicht für das hohe Körpergewicht. Also vielleicht sollst du immer ein bisschen mehr zunehmen. Du, das ist abgelaufen hier. Da haben wir ein kleines Problemchen. Das tut mir sehr leid. Tschüss, der nächste. Ja, könnte natürlich ein Schreibfehler sein, ist unwahrscheinlich. Unsere Behörden hier, die arbeiten natürlich mit voller Sorgfalt. Ne? Die werden ja auch alle gut bezahlt. So, haben wir hier. Fingerabdrücke erstmal. Genau, 45,167. Überprüfen wir das mal. Ja. Stimmt das denn? Stimmt tatsächlich, 14.12.1917 ist die schon relativ alt, sieht man ihr auch an. Vereinigte Föderation, jo, stimmt. Asylbescheid, 18.12. ist sogar noch gültig, man glaubt es kaum. Enkyo ist das Vereinigte Föderation? Ne, ist es nicht. Ist es nicht. Können wir wahrscheinlich sogar Arrest direkt einbuchten hier. Die olle Schrolle, die geht dann direkt in den Seniorenknast wahrscheinlich, wobei das gibt es hier in Astotzka natürlich nicht, ne? Da ist natürlich alles bunt gemischt, Frauen, Männer und Senioren und Kinder wahrscheinlich auch. So muss es sein, ups.
Das Bombenfort, noch ein Tor habe ich in den Tonwimpel gegeben. Hören Sie, ich habe Ihnen von meinem Trainer Sache erzählt, der hat sich total aufgeregt, gesagt, wenn ich den Wimpel nicht wieder mit. Ja, nimm den Wimpel wieder mit hier. Was meinen Sie? Ja, nimm ihn wieder mit. Der geht mir nämlich sowieso auf den Sack, dass der hier die ganze Zeit oben rumliegt. Ist ein ziemlich großer Riss. Ja, ich schnauze, ich will hier deine Personalien überprüfen, du Idiot. So. Fahrtesto, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das ist richtig. Fadesto ist richtig. Joa, abgelaufen ist es auch nicht. Kurz noch das Bild überprüfen. Übereinstimmung, kein Krimineller. Alles klar, willkommen zu Hause. Ich glaube, den haben wir sowieso schon mal überprüft. 10 Astotka-Dollar hat er uns gegeben. So. Was ist mit dir? Asyl. Ja. Alexa Delinges. Tatsächlich, das sieht aber eher so ein bisschen nach einem Mann aus, wenn ich ehrlich sein muss. Können wir das hier? Hm. 16.12. ist noch gültig. Hier ebenfalls. Das stimmt. 54, 71 kommt hin. Geburtsdatum stimmt auch überein. Impor. Ja, Hayan Impor ist auch richtig. Scheint gut auszusehen. Der nächste. So, was ist mit dir? Lars Nielsen, du bist von Astotzka. Okay, Wosenfeld, ich glaube, das stimmt auch. Wosenfeld stimmt auch. 83168, Lars Nilsson, bla bla bla. Geburtsdatum stimmt nicht überein. Kannst direkt abfahren hier, wahrscheinlich direkt in den Knast. Das ist Dokumentenfälschung, da wackeln wir nicht lange. Das gibt ein Arrest natürlich für dich. Und ja, der nächste. Sehr schön. Und da ist mal wieder Jorge. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Schön neuer Versuch. Entschuldige die Störung, aber das ist meine einzige Arbeit. Oh. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, Jorge Glatze. 63 stimmt schon mal nicht. Haben wir ein kleines Problem, Jorge. Ist mir auf jeden Fall ein Rätsel. Ja, ist mir auch ein Rätsel. Was versuchst du jetzt wieder zu schmuggeln? Vielleicht wird es hier drin etwas zu heiß. Das kann gut sein. Mit deiner vollen männlichen Pracht hier. Ja, Rory, ne? Ist kein Schmugglergut. Ist natürlich ein Problem bei dir. Das sieht hier doch gut aus, oder? Tschüss. Und ich gebe dir 10. Oh. Naja. Das ist zu spät. Ich hätte dich natürlich durchgelassen, wenn du mir 10 Credits gegeben hast, aber. Aber du machst deine Arbeit auch so toll. Ja, danke schön. So. Nächster. Menschenskind. So. Was haben wir hier? Nora. Irgendwas. Irgend so ein bisschen eine Pilzfrisur. So, 1,72. Ja, Gültigkeit ist auch gegeben. Landiformer ist natürlich. Stimmt. Schaut auch ganz gut aus. Nicht kriminell. Willkommen zu Hause. Oh, so, hier nehmt das auch mit. Schade, dass wir nicht einfach auch mal Dokumente einbehalten können. Ne? Das wäre doch eine tolle Sache. Einfach direkt was konfiszieren. Du bist auf der Durchreise. 2 Tage, okay. Ich hatte auch mal so eine Uhr. Ich kaufe sie Ihnen ab. Ich bewahre die für jemanden auch. Ach, kommen Sie. Der kommt euch nicht mehr zurück. Ich nehme sie Ihnen ab. 10 Credits, okay, hier, bitteschön. Komplett digital. Für 10 Credits kannst du direkt haben. Sehr schön. Bart, das stimmt. 89,91. Passt. Ablaufdatum sind okay zum Kaido Impor. Stimmt, glaube ich, auch. Das will ich aber kurz überprüfen. Das ist richtig. Ja, schaut gut aus. Willkommen in Astotzka. Viel Spaß beim Transit. Der andere mit seiner Uhr, ne, der hat jetzt halt Pech gehabt, wenn er die einfach hier lässt.
Ist ja nicht so, als wäre das hier ein Wohltätigkeitsverein, ne? Wir müssen ja auch gucken, dass wir über die Runden kommen, vor allen Dingen jetzt, wo wir noch ein zusätzliches Familienmitglied haben. 1,75, 16.12. Ja, glatte Haare. Ist alles gültig, so wie es aussieht. Vedor Kolechin, das stimmt auch. Siegel ist gültig. Isabel irgendwas. Transit 2 Tage, ist das wahr? Jo. Schaut gut aus. Kriminell bist du auch nicht, okay. So. Das ist, haben wir schon 10 durch heute. Das reicht zwar nirgendwo hin. Gut, vielleicht mit dem zusätzlichen Bestechungsgeld. Einwandern, okay, lange Haare. Kann sein. 49, 1,66, das stimmt. 20.12. ist gültig. Stimmt überein. Siegel ist auch richtig. Skull Obristan stimmt, glaube ich, auch. So, tschüss, nächster. Ich glaube, einen kriegen wir noch durch. Das wäre super. So, Michael Grozek, ein Landsmann natürlich, da stimmt schon mal das Gewicht nicht. Ich denke, du solltest vielleicht direkt in den Scanner gehen. Und da du auch der Letzte bist, lassen wir uns natürlich ordentlich Zeit mit dir. So, da ist wahrscheinlich wieder irgendein Schmugglergut, das gibt dann wahrscheinlich nochmal Bestechungsgeld. Ja, guck mal, Junge, ich würde sagen, du hast ordentlich was Dreck am Stecken. Es war ein Fehler, dass sie hier gekommen sind. Ist das denn so offensichtlich? Ja, das ist so offensichtlich. So, hätten wir das. Das war's dann mit diesem Tag. Ich hoffe, dass wir jetzt hier Plus gemacht haben. Ich bezweifle es ein bisschen, aber wir werden sehen. Erinnerung hat die Ersparnisse von ihrer Mutter mitgebracht. Oh, das ist aber super. 100 Astotzka-Dollar. Die Nichte ist sogar okay. Ja, klasse, ne? Können wir direkt erstmal die Nahrung rausstreichen. Bestechung, ja, 12-mal Gehalt. Ordentlich. Ordentlich im Plus hier. 180, ne? Da könnten wir vielleicht bald zu einer Klasse 6 Wohnung oder sowas aufsteigen. Aber das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Episode. Das war's erstmal mit dieser Folge. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.